Spitze angreifen. Kollege van Gaal bot Klose, Kroos, Müller und Ribéry offensiv auf. Die ersten Akzente setzten die Feierabendfußballer aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Daniel Grebe, einer von drei Spielern, die vor einem Jahr schon beim Spiel gegen Schalke dabei gewesen waren. Bart Stuber dazwischen. Markus Kurt, Neuzugang von Rot-Weiß Essen. Dann der Lagerist Michael Kessel, Sportartikelverkäufer Michael Hettich. Windeck, wie van Gaal zu sagen pflegt, er sagt Windeck. Überraschend, Kess. Viertelstunde vorbei. Immer noch 0:0. Der Auftritt des Thomas Müller. Der WM-Torschützenkönig, übrigens die Bayern in den Nationalmannschaftstrikots, schwarz und weiß, das ist neu, prüft hier Michael Cibulla, den Torwart aus Windeck, hauptberuflich Spielzeugverkäufer. Dann die 22. Minute. Michael Kessel, der Lagerist, im Zusammenspiel mit Kurt und mit Hettich. Wieder Kessel. Er hätte hier Pokalgeschichte schreiben können. Die Riesenchance für den fünfklassigen Mittelrhein-Pokalsieger in Führung zu gehen. Heiko Scholz, der auf die verletzten Karnay und Müller verzichten musste, erstaunt über den Spielverlauf. Nur noch 10 Minuten bis zur Pause. Noch immer kein Bayern-Treffer. Unglaublich. Müller, Klose und Torwart Cibulla sowie Kukielka klären. Schweinsteiger hatte geflankt, Müller zu Klose weitergeleitet. Doch Geschick und Glück halfen dem Oberligisten weiter. Noch 5 Minuten bis zur ersten Erlösung. Doch man glaubt es kaum, Windeck wollte mehr. Amateur Kessel mit der Schlitzohrigkeit eines hochbezahlten Profis. Butt sichtlich überrascht. Der Doublegewinner aus München zwar ohne Robben und Olic, aber dennoch mit einer Top-11. Derartig brenzlige Situationen hätte man vermeiden müssen. Die letzten 100 Sekunden vor der Pause. Contento. Klose schneller, spritziger als Kukielka und dann 1:0. Cibulla machtlos. Der 15-malige Pokalsieger aus München nach 44 Minuten standesgemäß in Führung. Hat lange gedauert. 60 Sekunden später. Bayern-Kapitän Van Bommel zu Nationalmannschaftsteilzeitkapitän Lahm. Klose locker und leicht umkurvt der Torwart Cibulla und Franck Ribéry reagiert schneller als Dünches. 2:0. So schnell kann es dann doch gehen. Zwei Treffer innerhalb von 90 Sekunden. Die Bayern waren im Soll. Windeck sei wichtiger als Real Madrid, hatte Van Gaal ausgegeben. Die Mannschaft schien es kurz vor Toreschluss der ersten Halbzeit kapiert zu haben. Hinein in die zweite Halbzeit, in die 60. Minute schon. Doppelwechsel beim Doublegewinner für Contento und Klose. Nun Alaba und Gomez, vorerst ohne Wirkung. Die Uhr lief und lief, fast 70 Minuten vorbei. Und Windeck wollte noch immer. Rachid Eckert. Auf der anderen Seite mal wieder nach längerer Zeit so etwas wie eine Tormöglichkeit für den deutschen Meister, für den deutschen Pokalsieger. Durch Mario Gomez, der beim Einwechsel vom Stadionsprecher fälschlicherweise als Daniel Prancic angekündigt worden war. Die letzte Viertelstunde, Ribéry darf raus, aber beileibe nicht, um morgen in Paris vor einem Disziplinarausschuss des französischen Fußballverbandes Rede und Antwort zum WM-Desaster zu geben. Er bleibt in München. Noch 6 Minuten. Thomas Müller, Toni Kroos direkt, 3:0, 84. Minute. Noch einmal Müller und technisch feiner Abschluss von dem Rückkehrer Toni Kroos. Wieder 60 Sekunden später der eingewechselte Altintop zu Gomez. Und jetzt trifft Mario Gomez zum 4:0 in der 85. Minute. Das war der Arbeitssieg der Bayern. Freitag spielen sie die Bundesliga-Öffnung gegen.